So Leute, willkommen zurück zu der täglichen Folge Rocket League. Denn es gab es ja, wir hatten ja angekündigt, ne, wir wollten ja täglich aufnehmen, das haben wir auch geschafft. Mal wieder natürlich mit dem lieben Fabian und irgendwie laggt mein Game gerade extrem, aber ich hoffe, Alter, Halleluja. Bitte lass es jetzt nichts Schlimmes sein, weil ich würde ganz gerne diese Rank-Partie nicht verlieren. Nö, alles gut, aber es ist halt schon ein bisschen abfuck so. Oh naja, die ganze Tore. Zeit schon. Und ich dachte ja, du haust hier vorbei. Ich auch. Alter. Ich war voll schon so drin mit Fuck. Ja, also Leute, die Partie bringen wir erstmal so mit dem paar Lecks um und dann versuche ich mal in der nächsten Runde ein bisschen was an den Einstellungen zu ändern, weil ich denke, das liegt ja an den Einstellungen. So, Halleluja. Wir sind halt irgendwie so Gold 3 Höhe ungefähr, ne? So ungefähr. Platin 1 mindestens. Oh, fuck. Na, alles gut. Wir sind ja hier, ne? So. Wir sind ja hier, ne? Leute, außerdem, ne, vor kurzem kam mir mein Kurzfilm. Haha, was ein Wortspiel. Wie habt ihr den gefunden? Auf YouTube eigentlich? Nee, wie hat... Oh, Junge, Junge, jetzt geh ich mir so sinnlos los, Alter. Weißt du, früher mit VfB Stuttgart und so eine Kacke, was wir da gemacht haben. Ich sehe schon die neuen Transfer-News von uns. Heute geht es um Timo Werner, Mario Gomez und den VfB Stuttgart. Und Sven geht es... Transfer-News, Holger. Oh nein, zu. Perfekt abgelegt. Ist halt wieder easy, too easy, ne? Ist halt zu easy. Ich hab nur absolut keine Ahnung, was wir damals gesagt haben. Ich hab auch keine Ahnung. Ich dachte, du hast nur Ahnung, Mann. Also Leute, ne? Wir haben ja, wie gesagt, täglich fast jetzt Videos gebracht von Rocket League. Das ist ja ziemlich schon seit... Das nervt euch. Ja, deswegen kam unser letztes... Ui! Deswegen kam unser letztes Rocket League Video vor, ich glaube 3 Monaten. Oh, ja, easy. Würde man sagen, ne? War jetzt schon viel zu easy für Fast. Und wir erklären euch mal in der nächsten Runde auch so, was es für Neuerungen in Rocket League gibt, weil da ist ja schon ganz schön viel dazugekommen. So Leute, wir kommen jetzt hier zurück zu der nächsten Runde Rocket League und auf einmal laggt's wieder. Ja moin, dankeschön. Aber nein, okay, alles geht wieder. Wir sind jetzt hier in der nächsten Runde, die letzte haben wir natürlich easy gewonnen, war ja klar, ne? Also die haben ja schon nach 2 Minuten aufgegeben, weil wir schon 4-0 geführt haben. War natürlich wieder alles viel zu easy für uns. So, okay, okay. Sag mir Bescheid. Okay, ja, da hast du ihn, alles gut. So. Nach vorne. Ja, ich bin vorne, ist alles gut. Oh, au! Bitte. Ja, da kam ein bisschen zu hoch. Ja, ich bin hinten, alles easy. Da hat der DeLorean, der für mich Geld gekostet hat, hat er wohl auch nichts gebracht. Und jetzt leider, komm, Fabian, mach mal. Oh mein Gott. Du standest vor einem fucking leeren Tor, Alter. Vorsicht, Mitte. Alter, sorry. Ja. Hab ich, lass das. Oh. Ich hab ihn gelassen. So. Ich hab ihn sowas von gelassen. So, 1-0 würde ich sagen, ne, ist er mal wieder. Ja, Steven, es wäre sonst so einfach gewesen, hätte ich den verwandelt, okay? Es gibt jetzt neuerdings nicht... Uiuiui. Es gibt jetzt auch Clans. Nee, stopp, aber wie war das jetzt andersrum? Clubs gibt's jetzt, genau. Clubs, da kann man mit seinen verschiedenen Freunden halt Clubs bilden, so. Und wir heißen halt Fast, natürlich klar, ne? Und dann gibt's halt noch was war das andere, was es vorher noch gab? Das waren. Ja, genau. TSR ist unser Main-Clan sozusagen. Ich bin. Das ist halt der Clan von meinem Bruder. Und der Unterclub ist dann halt Fast. Und ich bin der Rocket League-Abteilleiter. Abteilungsleiter? Wie viel Geld kriegst du so im Monat? Gar nichts. Und dann gibt's jetzt auch neue Modi, beziehungsweise in den alten Modi heißt Eishockey und so ein Shit. Gibt es halt auch so Ranked-Systeme, genau. Das ist also richtig geil. Kannst du halt auch einranken sozusagen. Und sehr ja, schön, so. Ist halt so, ne? Und man hat halt diese neuen Bewertungsdinge, heißt, ab Level 65, also das ist alles ein bisschen herabgestuft worden, heißt Level 60 ist man, glaube ich, immer noch Veteran und das gibt halt neue Rankstufen und so einen Scheiß. Und man kann sich jetzt wie bei Fortnite, ich weiß nicht, wie das hieß, so einen Bundle Rocket kaufen. Pass. Genau, so ein Rocket Pass kaufen für 10 Euro, dann bekommt man halt bestimmte Skins und sowas und das ist halt genau gleich wie ein Fortnite, aber halt bloß für Rocket League und da kann man sich auch so bestimmte... Ja, Takes und sonst was. Zwischendurch mal einen Schlüssel, dann kannst du Kisten öffnen. Ja, genau. Aber es ist, lohnt sich auch, also ich würde es mir jetzt persönlich selber nicht holen, weil hier reicht der Non-Premium-Pass, sag ich jetzt einfach mal. Oh nein! Alles easy habe ich. So, okay. Da ist ein Dekodierer drin und wenn man nicht traden will, dann braucht man eigentlich den
Und es hat sich halt noch viel getan. Heißt, es gibt neue Maps wie immer und so eine Sache eine halt neue. Aber. Ich meine nur eine neue. Oh. Ja, sehr schön. Ja. Aber trotzdem, es hat sich viel, viel verändert und ich finde auch ins Positive verändert. Aber Rocket League bleibt immer ein Game, was man spielen kann. Ich würde sagen, wir sind richtig gut schon mal ins Ranked reingestartet. Muss ich auch sagen. Wir führen 3-0, jetzt 4-0. Mit Ansage. Und haben damit schon 8 Tore allein geschossen. 8-0. Kein Gegentor. Irgendwie sowas, aber da mittlerweile Platin 1. Ui. Oh nein, nein. Ich nein. Da sehen wir zum Beispiel eine neue Torexplosion. Die kannst du bekommen, wenn du halt den Rocket Pass hast, Premium. Genau. Aber ich finde, das sind immer so äußerliche Sachen. Man kann auch ohne Geld reinzustecken weiterkommen. Das finde ich gut, weil in Fortnite merkst du das, wenn du Geld reinsteckst. Extrem. Du kommst halt wirklich dadurch extrem weiter. Ja, und wenn du jetzt in Rocket League, da kaufst du es halt nur fürs Äußerliche, sozusagen. Aber ich glaube, die Level in Fortnite bringen halt nichts. Ich kenne mich da nicht aus. Ich auch nicht. Ich will mich da auch gar nicht auskennen. So, Leute. 8-0 Tore. Ich würde sagen, ihr könnt dann auch beim Fliegen fahren. 8-1. Natürlich dein wegen dir alles, nein, Spaß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Guckt auf jeden Fall bei Fabian vorbei, da kommt dann die nächste Folge von dem Rocket League. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.